Hallöchen und willkommen zu einer brandneuen Folge um die 2, dem Omnibus-Simulator. Das Übliche, ich erspare euch das Ganze. Wir fahren heute mal auf Gutenberg, das ist mal was ganz anderes. Ich habe die Map nach 3 Jahren Bearbeitungszeit so einigermaßen fertig bekommen und habe mir gedacht, jetzt kann ich es mal abfahren, jetzt lohnt sich das auch mal. Wir fahren mit dem wunderbaren Solaris Urbino. Das ist jetzt die H&S-Version mit der breiten Heckmatrix. Dann fahren wir den mal hoch hier. Fahrplan ist schon ausgewählt. Wir fahren auf die Linie 1. Ach nee, da. Ich muss mal noch lauter machen hier. Seid ihr jetzt? Lieber einfach Solaris. Ihr werdet bestimmt noch so ein paar, ich nenne es mal Macken sehen. Ich habe nämlich zwischen DB-Werk und Zoo und ein bisschen weiter eine Straßenbahnstrecke gebaut. Jetzt, wie war denn der PIN? Und die funktioniert nur zur, was sage ich, 99, 98% würde ich jetzt mal so sagen. Funktioniert's. Da sind noch so ein paar Fehler, die sind aber jetzt nicht so groß. Die werden auch bald behoben. Nee. Richtige Tour. Nach Städtenberg geht's, genau. Ich habe die so ein bisschen überarbeitet. Ich blende vielleicht mal, wenn ich nicht zu faul bin, hier das Ganze zu bearbeiten. Linienplan ein. Und viel hat sich jetzt nicht geändert, aber mir so ein bisschen angepasst, moderner aufs aktuelle Jahrhundert gefühlt. Spulen wir mal eine Zeit vor. Nächste Haltestelle, Rettenheim. Rettenheim, genau. Hallo. Da kann es auch schon losgehen. Ich zeige euch zwischendurch mal so ein bisschen, was alles neu gemacht wurde. Hier zum Beispiel ist ein bisschen städtemäßiger angepasst, weil es war so, obwohl Gutenberg ja so eine Stadt sein soll, war das ziemlich dörflich, ziemlich ländlich. Ich habe das so ein bisschen. Hier haben wir jetzt Meckes, hier haben wir irgendwelche Geschäfte. Das war hier vorher auch urst langweilig. Der kennt mich nicht.
weit ausgeholt. Ich kann nicht mehr fahren. Nächste Haltestelle, Rettenheim. So viel dazu, dass ich Vorfahrt habe. Nächste Haltestelle, Gartenfeldweg. Der zieht ganz schön hinter sich her, der braucht ganz schön heute der Bus. Nächste Haltestelle, östlicher Bogen. Sonntag, es ist schon ruhig. Was will man mehr? Hallo. Ich kann jetzt gar nicht so viel zu Gutenberg sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob es die noch so zum Download gibt. Ich glaube, auf ganz vielen nicht-deutschen Webseiten, auf polnischen oder russischen Webseiten gibt es die bestimmt noch. Vielleicht irre ich mich auch. Aber ich glaube, die Version hier, die gibt es nicht mehr. Ich glaube, Gutenberg Version 3 oder so gab es mal. Oder gibt es? Ich weiß es nicht. Nächste Haltestelle, Park and Ride Magdalenenfeld. Genau, hier fährt die Linie 5 ab. Die Metrolinie 5 ist ja quasi komplett neues Busunternehmen, was jetzt hier fährt. So modernisiertes Unternehmen. Die Linie zum Beispiel ist nämlich ein kompletter Elektrobusbetrieb. Also dass hier die Linie 5 nur mit Elektrobussen bedient wird. Zwei oder drei Elektrobuslinien habe ich hier gemacht. Der zieht ganz schön. Ich komme mit dem Bus nicht voran heute. Nächste Haltestelle, Edisonstraße, Firma Bosch, Tor 2. Lassen wir mal hier. Geht nicht. Geht ganz schön. Wir müssen gleich mal ein bisschen Vorzug aufbauen.
schon durchziehen, ja? Der Fahrplan ist noch sehr großzügig gemacht, muss ich sagen. Nächste Haltestelle, Bosch Haupttor. Der wird aber noch angepasst. Es kommen halt noch andere Linien hinzu. Ich habe noch nicht alle Linien fertig gemacht. Und dann kommt halt auch noch Wartezeit am Hauptkreuzpunkt der Map sozusagen. Am Kreuzplatz und am Hauptbahnhof. Deshalb so große, also eine große Freizeit, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. So frei gebe ich die Zeit. Na, ihr wisst, was ich meine. Ich habe mich jetzt ganz spontan mal dazu entschieden, die Folge hier zu machen. Es kommt jetzt wieder viel mehr anderer Content, also nicht mehr nur BVG. Zum Beispiel will ich auch mal wieder Hamburg fahren, andere Freeware-Maps erkunden. Sonst war ich ja so auf Berlin fixiert. Hallo. Hallo. Schön Motor kaputt machen, ne? Gut, haben wir. Nächste Haltestelle, Hofschmiedstraße. Spiegel, der ist so klein. Nicht mal mit Brille sehe ich da was. Ah ja, die Straßenbahn hier. Ja, ich glaube, das hier war die Kreuzung, wo die Ampelphase noch nicht stimmt. Wo ich die Ampelphase noch bearbeiten muss. Mit der Straßenbahn, das muss ich noch irgendwie machen. Ich habe keine Ahnung. Anscheinend habe ich einen Eintrag vergessen. Wir fahren einfach mal, sofern wir die Möglichkeit haben. Nächste Haltestelle, Geschwister-Scholl-Gymnasium.
Jetzt wird's voll. Genau, und die Oberleitungen fehlen noch. Genau, das war's. Ich habe nur noch die und die Kreuzungen, dann bin ich auch schon fertig hiermit. Ich wollte halt so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Eine Straßenbahn, die fährt nämlich vom DB-Werk. Also die fährt quasi die Linie 4. Nur dann Richtung DB-Werk und ab Zoo ein bisschen weiter. Nächste Haltestelle, Werderstraße. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Ja, guten Tag, ja. Nächste Haltestelle, Jägerpforte. Hallo. Genau. Auf der Seite funktioniert das auch noch nicht. Okay, aber da drüben funktioniert es. Hier nicht, aber auf der anderen Seite. Ist quasi mit so einer Testfahrt hier. Die nutze ich gleich für eine Aufnahme. Dann habe ich das auch gleich noch hinter mir. Nächste Haltestelle, Alte Universität. Next up, Old University. Da kommt wieder die Straßenbahn. Ja, irgendwie fehlt immer die vordere Seite. Da fehlt wohl irgendein Eintrag oder ich habe das falsch eingetragen. Ich habe diese KI-Dinger genommen, die sind performancefreundlicher. Eine NF6D oder Tatra hätte es auch getan, aber ich finde die performancefreundlicher hier. Nächste Haltestelle, Kaiserdom. Zugang zum Stadtmuseum. Next up, Kaiserdom. A light here for the City Museum. Die 4.
Genau, die 4 hat auch eine neue Tour bekommen, bei so einem Verstärker. Die fährt nämlich jetzt auch nach Gothenburg Ost. Bahnhof Gothenburg Ost. So dass zwischen Gothenburg Ost und Hauptbahnhof ein 10-Minuten-Takt besteht. Und zwischen Zoo und Gothenburg Ost ein 20-Minuten-Takt. Leute, die die Map kennen, wissen. Nächste Haltestelle, Kreuzplatz Altstadt. Sehr geehrte Fahrgäste, wegen des Rundumanschlusses zu den anderen Linien hat unser Bus an dieser Haltestelle eine kurze Wartezeit. Vielen Dank. Nee, wir haben Verspätung. Wir warten nicht. Ist die M3? Hallo. Genau. Ja, die biegt jetzt hier ab. Nach Gothenburg West. Auch interessante Perspektive von den alten Bus-Simulatoren. Ich bin noch voll auf den ADL. Hallo. Langsam haben sie kein Licht. Ich will mal die Handbremse anziehen, bevor ich die Tür öffne. Zonen habe ich auch aufgehoben. Also hier zumindest, wo sie nicht benötigt werden. Weil die auch nervig waren. Nächste Haltestelle: Stadtschloss Altstadtcenter. Linke noch. Nächste Haltestelle: Alexander von Humboldt Institut. Ich sehe auch, das sieht man so während der Fahrt erst, ich habe hier noch ein paar alte Haltestellen. Hab ganz viele neue schon aufgestellt, ich glaube der komplette Grönitz-Abschnitt ist fast nur noch mit modernisierten Haltestellen. Nächste Haltestelle: Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S3 und S8
sowie zum Regional- und Fernverkehr. Next up, Main Station. Change here for suburban railway lines S3 and S8 as far as for regional and national destinations. Ich liebe es hier. Berg. Ich hatte so eine Planung, dass der Hauptbahnhof so ein größerer Umsteigepunkt wird, aber hier kreuzen halt sich kaum Linien. Hier ist kein Linienverkehr wirklich. 1, 2, 3 und 4 nur. Aber die haben ja fast alle den gleichen Linienweg. Kann man hier kaum was machen. Nächste Haltestelle, SWG Betriebshof. Das. Naja. Genau, das ist der Betriebshof. Auch ein bisschen modernisiert. Ein paar Hamburger hier stehen, ein paar Berliner. Das Übliche halt, ne? Gutenberg gleitet sich von überall. Hier fahren nur Leihfahrzeuge. Anfangs war das sogar so, dass hier nur Solaris umgefahren ist. Hier. Und hier. Oder die Solo. Nächste Haltestelle. SWG Betriebshof. Nächste Haltestelle. Bamberger Straße. Kundenzentrum der SWG. Laut da hinten. Da war Gutenberg, nämlich wo ich angefangen habe, die Map zu fahren und angefangen habe umzubauen. Zu reiner Mercedes und Solaris. So eine reine Mercedes-Solaris-Stadt. Jetzt fährt hier alles Mögliche. Hier habe ich auch das Bauen gelernt, ein bisschen. Was ich hier entdeckt und gelernt habe, habe ich dann in meine eigenen Maps umgesetzt. Guten Tag. So. Nächste Haltestelle, westliche Kanalbrücke.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Genau, einen wunderschönen Abend. Nächste Haltestelle, Frankfurter Straße. Irgendwie zieht mich der hier ganz schön aus dem Fahrplan. Häng ganz schön heute mit dem Antrieb. Als würde ich mit einem R06 fahren hier. Ich glaube, wir haben schon mehr als die Hälfte hinter uns. Wenn ich mal schaue, Frankfurter Straße sind wir. Ja, so ungefähr, ja. Müsste auch wie in echt diese LSA-Anforderungen geben. Da kommt nur Grünphasen. Nächste Haltestelle: Maria Montessori-Schule. Aufpassen. Manchmal laufen sie hier einfach über die Straße. Nächste Haltestelle: Grönitz, Friedhof. Jetzt sind wir nämlich in Grönitz, quasi, fast. Ab St. Marien sind wir nämlich außerhalb Gutenberg. Das ist jetzt so auch neu, weil zwischen St. Marien und Grönitz oder Grafenforst dann andere Busunternehmen fahren. Regiobus zum Beispiel. Ist es hier. Alles mal einfach ein bisschen schneller, um Verspätung rauszuholen. Nächste Haltestelle: Rosenstraße.
nach dir wird's rüber. Er quietscht ganz schön. Kann das sein? Schöne Sitzmuster haben die. Nicht. Nächste Haltestelle: Grönitzer Hauptstraße. Hallo. Merkt man definitiv so richtig die Solaris-Power hinter dem Bus. Nächste Haltestelle, St. Marien. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 10. Genau, die 10. Die fährt jetzt allerdings auch nach Klinikum Grönitz, ehemals Falkner Schule. Die endet nicht mehr hier und die fährt auch nach Columbia Park zurück. Also ein bisschen größer geworden, die Linie. Aber nicht mehr betrieben durch die Gutenberger, sondern durch Regiobus. Alles, was hier hinten fährt, ist Regiobus. Nächste Haltestelle, Garbsener Weg. Nächste Haltestelle, Garbsener Weg. Ist so ein bisschen realistischer, moderner gemacht. Weil sonst sieht man immer moderner gleich komplette Map umgebaut. Ich habe hier lediglich einfach nur ein bisschen modernere Gebäude hingestellt. Und aus dieser alten Einkaufspassagen gleich so einen riesen Park hingestellt. Sieht auch viel cooler aus. Dachte, ich habe schon Licht an. Nie muss ich hier anhalten. Ich muss hier nie anhalten und jetzt auf einmal, wo ich so den Fahrplan hinterhänge. Das sind die KI. Also noch alle Ampelphasen für mitnehmen, alle roten. Nächste Haltestelle, Kahlenberger Straße.
Der stirbt mir hier weg, der Bus, ehe ich am Ziel ankomme. Nächste Haltestelle, Grönitz West. Umsteigemöglichkeit zur Linie 11 in Richtung Falknerschule. Nee, das stimmt auch nicht ganz. Die Linie 11 gibt's nicht mehr. Die Falknerschule gibt's auch nicht mehr. Da hinten ist das Krankenhaus. Da steht sogar einer. Nächste Haltestelle, Wacholderweg. Der sollte eigentlich ein anderes Repaint haben. Anscheinend funktioniert das nicht. Er hat's aber sehr eilig. Die 302 ist eher so ein Shuttle, die vom Bahnhof Stettenbergen zum Klinikum fährt. Mehr ist er nicht. Wollte er doch keinen mitnehmen. Nächste Haltestelle am Schmitzberg. Ja, die KI, die kann immer sofort stehen. Also hier hinten muss ich kräftig rumschneiden. Das laggt hier richtig. Klar, dass der Hund zu mir will.
Hier funktioniert so wie es aussieht gar kein Repaint. Aber schön, dass ich das jetzt auch sehe. Ich wollte mit meinen wunderschönen Repaints angeben, die ich gemacht habe, extra. Nix da. Nächste Haltestelle am Schmitzberg. Genau, hier wird noch umgebaut. Wie ihr seht, hier wird noch fleißig umgebaut. Das sah auch vorher ganz anders aus, so richtig dorflich. Blinken auch falsch, warum auch immer, aber das ist zum Glück nicht meine Schuld. Hier fehlt auch die Ampelschaltung. Nächste Haltestelle, Reichshof. Ich glaube, ich muss die Linie nochmal überarbeiten. Wir kommen jetzt aber auch am Ende unserer Tour an. Das heißt, wir haben es auch geschafft. Ist ja schon leer, der Bus. Nächste Haltestelle, Steltenbergen Nord, Bürgerpark. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Auf Wiedersehen, Ihre GVB. Der Haltepunkt hier ist auch komplett neu gemacht. So auf Upgrade angelehnt. Sind wir angekommen? Haben unsere Tour erledigt. Ich hoffe, euch hat das bisher, was ihr gesehen habt, gefallen. Lasst hoffentlich ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Fahrt. Ich denke mal, die wird auch. Ich werde ein bisschen Gutenberg zeigen, was ich hier fabriziert habe. Und dann denke ich mal,
sehen wir uns nächste Woche wieder auf der nächsten Linie. Bis dann.